Moinsens und Hallöchen. Willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Wir sind jetzt in den tiefen, tiefen Wegen, wie letztes Mal gesagt. Und sind immer noch auf der Suche nach Branka. Wenn Branka irgendwo ist, dann hier. Ja. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Ja, die scheint einiges auf dem Kerbholz zu haben. Was wir so mitbekommen haben. Lol. Was ist denn hier los? Was war das? Ich will ganz offen sein. Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf! Branka? Beim Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. What? Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau! Du redest mit einem grauen Wächter! Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andrin tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Jo. La 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 la. Harrowman, nein. Nachfolger, ja. Ja, Osama Wochenende, um sich gegen einen Verderbnis zu verteidigen. Ein König besiegt keine Verderbnis. Wir hatten 40 Generationen lang Könige und haben trotzdem alles verloren. Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen. Weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Wo liegt das Problem? Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradine selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik, das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Natürlich Hespiff und den anderen eures Hauses. Ihr seid besessen. Natürlich Hespiff und den anderen eures Hauses, ja. Genug der Fragen. Wenn ich bei dieser idiotischen Wahl aktiv werden soll, muss ich zunächst den Amboss haben. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Carradins Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon. Mhm. Läuft ja super. Hey, die gute alte Branka. Sie ist ein wenig ruppig, nicht wahr? Ich schätze, ich habe einfach vergessen, wie sie mich jeden verdammten Tag angekreischt hat. Ja. Wir helfen ihr mit dem Amboss, dann kommt sie nach Hause und alles wird wieder gut. Aha. Das wird nicht gut ausgehen, das sage ich euch. Das wird überhaupt nicht gut ausgehen. La 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 la. Alle ready hier? Was haben wir hier? Leichnam eines Zwergs. Hat erledigt. Ich brauchte Freiwillige für Carradins Fallen. Versuch und Irrtum, anders geht es nicht. Ich habe sie hineingeschickt. Sie waren alle mein, eingeschworen auf mein Haus. Und wollten mir nicht helfen. Sie versuchten mich zu verlassen. Selbst meine Hespeth. Aber selbst sie konnte nicht verstehen, dass das Streben nach Größe Opfer verlangt. Und zwar so viele, wie eben nötig sind. Captain Ahab am Schlüssel. Oh, geil. Guck mal her hier.
irgendwelche Magier hier? Nee, ne? Als nächstes. Der da. Ist aber nicht nett. So, du bist der nächste. Okay. Das war jetzt. Sie hatte mir geschworen, alles Nötige zu tun, damit wir den Amboss finden. Ich hatte keine andere Wahl. Manche starben bereits an der Verderbtheit, aber manche, einige der Frauen, verwandelten sich. Ich wusste, was aus ihnen werden würde. Sie würden einen endlosen Vorrat an frischer, dunkler Brut produzieren, allen zu testen. Dunkle Brut! Vernichtet diese Zeugen! Gesandte, ach du Scheiße. Nein, Orgel wieder verrückt. Nee, gar kein Bock. Shale, warum habe ich Shale eingefroren? Was soll denn das? Was ist denn da? So, der Kick muss weg. Was macht Shale? Ist die eigentlich feuerresistent? Geschworen. Sie durften nicht aufbegehren. Euer Orden ist bekannt für seine Klugheit und seine Stärke. Vielleicht stellt ihr euch besser an als meine Armen. So. Ein Clan mit irgendetwas an diesem Ort lässt die Leute verzweifeln. Da hast du überhaupt nichts mit zu. Yo! Ogger. Das wird jetzt interesting. Das ist ein normaler, ne? Der easy. Der wird weggespawnt. Was dann? Konzentrierte Schwert. Wird erledigt. Nee. Gut, dann werden wir wohl weiter dürfen, ne? Nehme ich mal an. So. Alter. Ich muss da echt nachgucken. Mir kommt es echt so vor, als würde das vertauscht sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich zock nämlich zurzeit auch Fallout 3 nebenbei. Und es kann sein, dass das deswegen der Fall ist, weil das vielleicht, wenn es da andersrum ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jo. Erstmal mit Verletzungsausrüstung. Wäre schon schön. So. Golems, ja genau. Hat schon das Vergnügen. So. Achtung! Nice. Alter, hab ich den gerade gewonnen, hittet mit Eis? Ist ja nice.
Ich verstehe. Heiß gewonnen. Das sollte kein Problem sein. Ja. Nehmen wir. Ja, auch für Morrigan. Die darf einfach nicht verrecken. So eine ganze Verletzungsausrüstung wäre natürlich auch super. Damit könnten wir zum Beispiel Ogryn komplett heilen. Lyriumader. Gibt das eigentlich irgendwelche Buff-Effekte? Nee, das ist nur fürs Mana, ne? Grrr. Wird erledigt. Wo geht's jetzt lang? Alter, alle sind wieder bereit irgendwann für ein Level up, ne? Noch ein bisschen. Heftig. Ja. Vielleicht erfahren wir auch was zu Shales Geschichte. Keine Ahnung. Nur einzeln ankommen, ey. Gut. Saufholz. Hallo. Ogryn, raffst du es noch? Schön, machen wir einen Finalen hier. Schön Finalen. Ich sag ja, gut, dass die alle nach und nach nicht zusammen, ey. Yo. Jetzt dürfen alle was nehmen. Verletzung gemacht. Zieh dich runter. So. Den beiden Chaoten da. Kein Bock oder wie? Soll mir recht sein. Nee, danke. Verstanden! Ja! Yes, please, Gesellen Silberitrone. Ja, komm, wir entscheiden uns immer für Morrigan, die ist essentiell. Thiele. Das ist wieder so ein gammeliges Rätsel, ne? Keine Ahnung, mal gucken. Sollte kein Problem sein. Oder auch nicht. I don't know. Sehr fein. Hallöchen. Aber wie komme ich da jetzt durch? Kann man da überhaupt durch? Nee.
gar nicht mal gewollt. Okay. Hm. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Verstanden. Aber ich muss mich nicht mit mehr von denen anlegen. Muss ich nicht haben. Sicher ist sicher. Och nee, ne? Falle! Eine Klingenfalle. Falle! Dann desinfizier die mal. Ich hoffe mal. Die Klingen. Oh, genau. Aua! Zwei auf einmal, was soll denn die Kacke? Alter, könnt ihr euch mal anders positionieren? Danke. Jo. Heilen. Ah, einer ist da. Das gefällt mir. So. Wow. Keine Heilerin, das freut mich. Was macht man jetzt? Ich stehe hier. Schlimmer, also ja, als ja doch, ein Golem ist schlimmer als drei Ogre. So habe ich das Gefühl. Machen wir mal Eiswaffen. Vielleicht bringt das ja was. Was wollt ihr? Alter, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Wieder wachen auf. Ich sag's euch. Nein, die wachen auf. Hallo. Ach, der hat widerstanden. Ach du Scheiße. Ja, hört auf, ihn rumzuschubsen. Das machen wir nochmal. Scheiß widerstehen, ey. Ich höre zu. Scheiße, die kann man nicht aufwecken. Ich weiß noch, Gothic 2, diese Steinwächter, die konnten. So, Morrigan. Aua! Steht doch auf. Weich hier. Lässt du Morrigan in Ruhe? Das war's wieder gleich, ne? So, Shale, hau mal drauf hier. Selber. Nein, endlich. So soll es sein.
Ja, so sollte es. Eine ganze Verletzungsausrüstung. Damit behandeln wir mal Ogrim. Er hat noch einen übrig. Okay. Also halt wahrscheinlich drei. So, raus hier, ey. Das ist ein Kabinett des Grauens. Wo geht's denn hier überhaupt hin, ey? Gar kein Bock. Ist das der Amboss der Leere? Alter. Keine gute. Schlagen an. Wer ist denn hier evil? Ach so, okay. Darf nicht verrecken. Vorsicht, rein! Komm mal her, ihr. So soll es sein. Machen wir mal den hier. Kommt da anscheinend nicht raus.
Jetzt müssen wir auf den Amboss schlagen. So war das, ne? Gehen wir mal alle. Wow. Ist aber nicht nett. So, Shale. Oh Mann, das liegt nicht. Irgendwelche Befehle? Mann, Furium hier. Irgendein Amboss, wo man drauf kann. Gerade nicht. Fight, Alter, richtig geil. So, und hoch hier. Das gibt jetzt richtig Damage. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen immer da draufhauen, wo leuchtende Augen sind. So, wir können auch Ressourcen sparen. Ja, genau. Allesamt hier drauf auf den. So. Oh oh. Nicht oben, nein. Da ist noch Lyrium, gut zu wissen. Habe ich das Gefühl. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Okay, allesamt. Ah, schon wieder ein Kampf. Allesamt auf den Kollegen. Schön healen. Nochmal hier.
heftig. Jawohl. Jetzt hier durchkämpfen, bis wir den richtigen Amboss treffen, kann das sein? Kann das sein? Der rotiert jetzt so, also es ist. Kann. Jawohl! Habe ich jetzt davon? Das war einfach nur ein Evil Amboss. Okay. War das überhaupt der Amboss der Leere oder war das so ein wannabe Miniboss? Ach, Mäusel schon irrschweise. Doch, auch nicht. Das sieht ganz nach Carradine aus. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach dafür in der nächsten Folge. Alles Klärchen, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Hier.